Hallo liebe Sternenfreunde, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung für den Dezember 2017. Es stehen wichtige kosmische Großereignisse auf dem Programm. Saturn wird das Zeichen wechseln, der wird ins Zeichen Steinbock gehen und dann haben wir noch einen ganz besonderen Neumond, der findet nämlich im Schützen statt, in Konjunktion, in Verbindung mit dem galaktischen Zentrum. Das ist auf 27 Grad Schütze, der Neumond auf 26 Grad Schütze. Das heißt, wir haben diesen Monat die Gelegenheit, die große kosmische Weisheit anzuzapfen. Mehr dazu gleich in diesem Video. Natürlich wollen wir uns auch anschauen, wie sich die Konstellationen für die Liebe und unsere Beziehungen auswirken. Und ich werde darauf eingehen, wie die Sterne zu Weihnachten und zu Silvester stehen. Jetzt zum Jahresende ist ja die Zeit der Jahreshoroskope. Wenn ihr wissen wollt, wie die Sterne in eurem persönlichen, individuellen Jahreshoroskop stehen, dann holt euch eure Jahresvorschau bei mir. Entweder ihr meldet euch auf meinem Kundentelefon oder ihr geht auf meine Homepage auf die Beratungsseite. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In der Verlosung gibt es diesmal ein ganz besonderes Geschenk, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kollegs. Hier, ich trage den Steinbock und natürlich dann passend zum Sternzeichen der Gewinnerin oder des Gewinners. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Meine Gewinnerin aus der Verlosung im November ist Ingrid E. Das war so ihr Name, ne, der da angegeben war. Also liebe Ingrid, bitte melde dich per E-Mail oder auf meinem Kundentelefon bei mir, damit wir einen Beratungstermin vereinbaren können. Zum Start in den Monat stehen Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun hier in einer wunderschönen Harmonie. Das ist der dominierende Aspekt, auch wenn noch der Rest von einer Spannung hier zwischen Kampfplanet Mars und Unruhestifter Uranus in der Luft liegt, was uns im November noch schwer beschäftigt hat. Doch diese Harmonie zwischen Jupiter und Neptun zeigt das schöne Gefühl an, dass Liebe in der Luft liegt. Wir wünschen uns Liebe und wir sind auch offen dafür, wenn andere uns liebevoll begegnen. Wie schon im November ist auch im Dezember Liebes- und Romantikplanet Neptun weiterhin sehr prominent und dominant am Himmel. Und dann verschwimmen immer ein wenig die Grenzen. Er fördert grenzenlose Liebe, aber das kann natürlich das Liebesleben auch ein wenig kompliziert machen. Wir haben große Gefühle, aber vielleicht auch Konflikte, weil wir Gefühle für mehr als eine Person haben. Doch es wird auch ein Monat der Entscheidungen und des Neubeginns. Denn wir haben ja, wie schon gesagt, einen ganz wichtigen Zeichenwechsel. Am 20. Dezember wechselt Saturn aus dem Schützen ins Zeichen Steinbock. Und diese Konstellation wird flankiert von dem Neumond am 18. Dezember und der Wintersonnenwende am 21. Dezember. Saturn wird dann bis Dezember 2020 durch den Steinbock laufen, wobei er zwischen April und Juni 2020 schon mal die Grenze zum Wassermann überschreitet. Das ist ein super, super wichtiger Transit, sowohl für unser persönliches Erleben als auch für gesellschaftliche und politische Entwicklungen auf unserer Welt. Ich habe dazu ein neues Video-Special produziert. Das solltet ihr euch unbedingt ansehen. Es heißt Die Kunst zu manifestieren. Darin erzähle ich euch alles über die Bedeutung von Saturn im Steinbock und wie sich das für alle Sternzeichen auswirkt. Jetzt gebe ich euch erstmal einen Überblick, wo sich die langsam laufenden Planeten und Faktoren in diesem Monat im Horoskop befinden. Lilith steht jetzt im Steinbock, hier vorne in der ersten Dekade. Und alles über die Bedeutung dieses wichtigen Transits erfahrt ihr in meinem Video »Geh deinen eigenen Weg«. Glücksplanet Jupiter steht im Zeichen Skorpion und erreicht im Dezember die zweite Dekade. Auch dazu gibt es ein Special-Video von mir, es heißt »Finde den verborgenen Schatz«. Der Mondknoten steht jetzt im Löwen und hat hier die zweite Dekade erreicht und alles über die Bedeutung dieser Konstellation erfahrt ihr in meinem Video »Folge deinem Herzen«. Saturn steht noch bis zum 20. Dezember hier im Schützen in der dritten Dekade und geht dann in den Steinbock in die erste Dekade. Und Uranus befindet sich im Widder hinten in der dritten Dekade, Neptun steht mitten in den Fischen in der zweiten Dekade und Chiron ebenfalls in den Fischen in der dritten Dekade. Und schließlich noch Pluto, der ist immer noch im Steinbock in der zweiten Dekade.
Und jetzt zu den aktuellen Konstellationen des Monats, die unser Liebes- und Beziehungsleben beschreiben. Wir starten in den Monat mit der Sonne im Zeichen des fröhlichen Schützen. Sie steht hier und geht in die zweite Dekade. Merkur steht ebenfalls im Schützen in der dritten Dekade und wird dort am 3. Dezember rückläufig. Das ist sehr wichtig. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Liebesplanet Venus wechselt zum 1. Dezember auch in den Schützen und das ist günstig für Partys, Weihnachtsfeiern, für nettes Zusammensein und entspannten Austausch unter Freunden und auch, um nette neue Leute kennenzulernen. Der Mars steht noch in der Waage in der dritten Dekade. Auch das ist eine gute Party- und Kennenlernkonstellation. Die Sonne und die Venus werden allerdings aus dem Zeichen Schütze heraus im Laufe des Monats hier Quadrate zu Neptun bilden, Spannungsaspekte. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Diese Aspekte sind typisch für Situationen, in denen man sich verliebt, obwohl man schon in einer Beziehung ist, oder auch, dass man sich in jemanden verliebt und sich dann herausstellt, dass die andere Person schon in einer Beziehung ist. Wer verliebt ist, denkt vielleicht, kein Problem, ich kann auch mehrere Männer oder Frauen gleichzeitig lieben. Aber nicht immer sind alle Beteiligten damit einverstanden. Also, wenn ihr schon in einer Beziehung seid, könnte es kompliziert werden, wenn ihr mit jemand anderem flirtet. Ideal sind die Konstellationen natürlich für alle, die frei und ungebunden sind und einfach ihren Spaß haben wollen. Wer ernsthaft auf der Suche nach einer Partnerschaft ist, muss eben auch aufpassen, dass das Objekt seiner Begierde auch wirklich frei ist und nicht eigentlich noch eine andere Beziehung am Laufen hat. Besonders heiß wird es rund um den Vollmond am 3. Dezember und der findet statt auf der Achse Zwillinge und Schütze. Hier Sonne im Schützen, Mond in den Zwillingen. Und das Ganze steht hier quer zu Neptun. Und das betont nochmal dieses Thema des romantischen, aber auch komplizierten Liebesreigens. Gleichzeitig steht der Romantikplanet aber auch positiv hier zu Glücksplanet Jupiter. Und das könnte bedeuten, dass es vielleicht doch ein Happy End gibt. Und dass wahrscheinlich diejenigen, die gerne mit Mehrfachbeziehungen und freier Liebe experimentieren und darin Erfahrung haben und gelernt haben, alle Beteiligten zu respektieren, eine sehr schöne Zeit erleben können. Natürlich ist das auch ein sehr schöner Aspekt für alle Menschen, die spirituell unterwegs sind. Denn er fördert eben wirklich die selbstlose Liebe und den Einsatz für andere. Wenn ihr euch ehrenamtlich engagiert und im Einsatz seid, um zu helfen, könnt ihr bei diesen Aktivitäten auch tolle neue Leute kennenlernen. Die Aspekte passen auch gut zur Weihnachtszeit und fördern den Wunsch nach Frieden auf der Welt. Genau zu Vollmond wird der Merkur rückläufig, hier im Schützen. Ich habe beobachtet, dass man in den Tagen rund um den Beginn von Merkurs Rückläufigkeit häufig eine gedanklich besonders gute Phase hat oder intuitiv zu sehr klaren Erkenntnissen kommt. Erst wenn die Rückläufigkeit fortschreitet, entsteht dann dieser Effekt der Unklarheit und der Missverständnisse. Ihr könnt ja mal darauf achten, so jetzt rund um den Vollmond im Dezember, ob es euch genauso geht und mir das zurückmelden. In diesem Fall heißt das, dass man in den Tagen rund um den Vollmond sehr klar erkennt, wo Widersprüche stecken und ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Für die Liebe bedeutet das, wenn ihr erkennt und bemerkt, dass da jemand mehrere Eisen im Feuer hat oder euch über seine wahren Absichten im Unklaren lässt, dann verdrängt das nicht, sondern sprecht die Person darauf an. Das kann natürlich die Romantik zerstören, aber euch auch einiges Leid ersparen. Seid also in der ersten Dezemberwoche besonders vorsichtig, was ihr hört und was ihr glauben wollt. Es mag sich zunächst wundervoll anhören, aber es kann sich herausstellen, dass die Wahrheit nachher eine ganz andere ist. Es ist also wieder mal eine gute Zeit, um die 90-Tage-Regel anzuwenden. Eine wundervolle romantische Begegnung im Dezember kann sich noch ganz anders entwickeln. Nehmt euch Zeit, die Person kennenzulernen, denn wenn ihr euch in 3 Monaten immer noch mögt, also nach 90 Tagen, dann könnt ihr die nächste Stufe zünden. Die nächste wichtige Konstellation ist dann am 9. Dezember, wenn der Mars in den Skorpion wechselt. Und das ist eine wichtige Veränderung für die Liebesenergie. Mit Mars in der Waage haben wir viele Flirts angefangen und uns auch gerne nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich, ein wenig gekabbelt. Und mit Mars im Skorpion wollen wir nun einen Schritt weitergehen, vom unverbindlichen Flirt zur intensiveren, verbindlichen Beziehung. Wir wollen die Initiative ergreifen, um uns tiefer einzulassen. Mars im Skorpion ist auch sehr sexy und begehrlich. Das ist super, wenn die Beziehung geklärt ist und beide ihre Lust und Liebe jetzt ausleben wollen und können.
Schwieriger wird es, wenn einer in Flammen steht, der andere aber eigentlich nicht. Denn mit Mars im Skorpion kann man sich dann nicht mehr so recht stoppen und kann eine regelrechte Besessenheit für das Objekt seiner Begierde entwickeln. Übrigens kann Mars im Skorpion auch Verehrer oder Verehrerinnen anzeigen, die sich zu euch hingezogen fühlen und versuchen, immer in eurer Nähe zu sein, aber dabei trotzdem schüchtern sind. Wenn ihr diese Person dann auch attraktiv findet, könnt ihr ja eine Brücke bauen, damit sie sich öffnen kann. Doch wenn ihr gar nichts von der Person wollt, könntet ihr euch ein bisschen verfolgt fühlen und müsst dann eventuell klarstellen, dass ihr das nicht möchtet. Mit Mars im Skorpion sollte man sich also ganz klar darüber sein, was man von jemandem will und entsprechend klare Signale senden. In der zweiten Monatshälfte sehen wir überhaupt insgesamt wieder klarer. Unsere Neigung zu schwärmen lässt nach und wir schauen genauer hin. So manche Schwärmerei kommt uns dann selber ziemlich albern vor. Aber wenn wir glücklich verliebt sind, trauen wir uns nun, gemeinsame Verpflichtungen einzugehen. Oder anders gesagt, wenn wir uns darauf einlassen, gemeinsam Weihnachten zu feiern und vielleicht sogar gegenseitig die bucklige Verwandtschaft zu besuchen, dann heißt das, dass die Liebe schon sehr groß ist, sondern ist das ein ernstes Zeichen. Vor den Feiertagen haben wir aber noch einige sehr, sehr wichtige Konstellationen, die ich jetzt mit euch besprechen möchte. Am Montag, den 18. Dezember, morgens um 7.30 Uhr, ist der Neumond auf 26 Grad Schütze. Und der Neumond findet in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum statt und zeigt eine Zeit großer Weisheit an, ob nun für unsere persönlichen Beziehungen oder auch für die Welt. Er fordert uns auf, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir können in den Tagen rund um den Neumond herum in Kontakt mit dem universellen Bewusstsein kommen. Und bei der Neumondkonstellation stehen Sonne und Mond hier direkt neben Stabilitätsplanet Saturn und bilden gleichzeitig einen guten Aspekt zu Veränderungsplanet Uranus. Und das ist eigentlich recht günstig, vor allem wenn wir uns bereits in einer soliden, festen Beziehung befinden. Denn dann haben wir Lust, Zukunftspläne zu machen, die Hand und Fuß haben und die wir dann auch wirklich verfolgen und umsetzen. Das können Heiratspläne sein, wenn wir unsere Liebe mit Brief und Siegel festigen wollen, aber auch Berufspläne oder die Planung einer großen Reise. Wenn wir jedoch nur aus reiner Gewohnheit mit jemandem zusammen sind, mit dem die Liebe eigentlich schon erloschen ist, dann können diese Konstellationen den Druck erhöhen, uns das endlich einzugestehen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Und weil die Venus sich mit Überraschungsplanet Uranus verbindet, kann es auch, die steht ja hier im Schützen und bildet dann eben auch noch einen Aspekt zu Uranus, und dann kann es auch tatsächlich sein, dass wir genau in dieser Zeit jemand Neues kennenlernen. Das kann im Einzelfall dann ziemliche Konflikte mit sich bringen, weil man sich hin und her gerissen fühlt zwischen einer alteingesessenen Beziehung, die sich vielleicht bewährt hat, aber nicht mehr prickelt, und den neuen Chancen, die sich auftun. Da hilft nur eine realistische Einschätzung der Lage, um die richtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Da kann euch dann eine astrologische Beratung auch wirklich weiterhelfen, um die Vergangenheit zu analysieren und die Potenziale der Zukunft zu erkennen. Und diese wichtige Neumondphase geht dann über in die Zeit der Wintersonnenwende, also wenn die Sonne ins Zeichen Steinbock wechselt. Und das ist dieses Jahr genau am 21. Dezember um 17.27 Uhr. Und während dieser Phase, nämlich am Tag vor, am 20. Dezember, wechselt Saturn ins Zeichen Steinbock, wo er dann insgesamt bis zum Dezember 2020 bleibt. Und der Eintritt von Saturn in sein eigenes Zeichen, der wird also begleitet von einem Neumond und von der Wintersonnenwende, die praktisch das neue Jahr einläutet. Das sind mehrere kosmische Hinweise darauf, dass wir im persönlichen wie auch im gesellschaftlichen Leben und spirituell an einem Wendepunkt stehen. Diese Konstellation und natürlich der Durchgang von Saturn durch das Zeichen Steinbock ist super wichtig für uns alle. Bitte schaut euch dazu mein neues großes Video-Special an. Es heißt Die Kunst zu manifestieren. Darin bin ich ausführlich darauf eingegangen, was es bedeutet, wenn Saturn durch den Steinbock, also sein eigenes Zeichen, geht. Und ich zeige euch, wie sich die Konstellation für alle Sternzeichen auswirkt. Also unbedingt anschauen. Aber ihr sollt jetzt schon mal erfahren, was diese wichtige Wendezeit für eure Beziehungen und eure Liebe bedeuten kann.
Wenn ihr in einer festen, wichtigen Beziehung seid, dann lohnt es sich, gemeinsam einen 2 bis 3 Jahresplan aufzustellen, wo ihr hin wollt und was ihr erreichen wollt. Überlegt, welche Verpflichtungen ihr dafür bereit seid einzugehen und welche Ziele ihr verfolgen wollt. Wenn ihr ernsthaft und ehrlich miteinander umgeht, könnt ihr in den nächsten Jahren sehr viel für euch und eure gemeinsame Entwicklung erreichen. Wenn ihr da an einem Strang zieht, habt ihr nichts von der Phase mit Saturn im Steinbock zu befürchten. Aber wenn ihr nicht voll hinter eurer Beziehung steht und eigentlich nicht in dieselbe Richtung gehen wollt wie euer Partner, dann müsst ihr das sehr realistisch anschauen und ehrlich diskutieren. Saturn fordert nämlich gemeinsame Anstrengungen von euch und das ist eine Zeit, wo man Seite an Seite für gemeinsame Ziele kämpft. Wenn ihr nicht das gleiche Ziel habt, dann kämpft ihr mehr gegeneinander, anstatt gemeinsam für eine wichtige Sache und das kann zu viel Reibung und Frustration führen. Die Konstellationen rund um den Neumond und auch über die Feiertage können euch helfen, da einen Klärungsprozess in Gang zu setzen. Vielleicht wäre es auch günstig, sich trotz der allgemeinen Weihnachtshektik am 17. oder 18. Dezember, also in der Neumondphase, mal zurückzuziehen und zu meditieren. Weil der Neumond ja in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum steht, ist die Energie dieser Zeitqualität besonders stark, um Wünsche ans Universum abzusenden und um die kosmische Weisheit anzuzapfen. Wenn ihr zum Neumond meditiert und um Hilfe für eure Situation bittet, solltet ihr eine klare Vision davon bekommen, was zu tun ist. Also ihr werdet dann wahrscheinlich eine Eingebung kriegen. Die Weisheit kommt nämlich zu denen, die dafür offen sind und danach suchen. Ihr könnt Impulse setzen, die euch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Am 23. Dezember wechselt Merkur dann wieder die Richtung und wird im Schützen wieder direktläufig hier in der zweiten Dekade. Wir haben dann einen sogenannten langsamen Merkur, was uns nachdenklich macht. Wir spüren, dass Entscheidungen anstehen, aber wir sind uns nicht unbedingt sicher, jedenfalls noch nicht. Die Weihnachtstage versprechen ein friedliches Miteinander. Wir haben am 24. und 25. Dezember den Mond in den Fischen. Das ist besonders schön für diejenigen, die den spirituellen Gehalt des Weihnachtsfestes würdigen und feiern wollen. Aber wir spüren auch, ob innerlich oder auch durch äußere Situationen, dass jetzt Entscheidungsprozesse im Gang sind. Am 25. Dezember geht die Venus in den Steinbock und trifft sich dort dann erst mit Saturn und dann auch mit der wilden Lilith. Die ist also insofern auch eingebunden in die Konstellationen über die Feiertage. Und ihre Kräfte fördern diejenigen, die gerne unkonventionelle Weihnachten feiern, sich mit Freunden treffen, vielleicht auch die Abgeschiedenheit suchen oder die anstatt Weihnachten lieber die Wintersonnenwende feiern, also das ursprüngliche Fest der Göttin und der Naturreligionen. Auch diejenigen, die sich zu Weihnachten um Außenseiter kümmern oder Freunde einladen, die sonst vielleicht alleine bleiben würden, sind mit der Energie der Lilith verbunden. Wir haben also vielfältige Möglichkeiten, die Festtage für uns zu gestalten und sollten das auch nutzen. Zum 29. Dezember hin verbinden sich die beiden Göttinnen Venus und Lilith hier im Steinbock. Und das ist ein kosmischer Hinweis darauf, dass wir in unseren Beziehungen authentisch und ehrlich bleiben müssen, wenn wir glücklich werden wollen. Die besten Beziehungen mit den größten Chancen, sich zu entwickeln, sind diejenigen, wo die Partner oder die Beteiligten sich für ähnliche oder die gleichen Dinge begeistern und engagieren, gemeinsame Interessen teilen und im Idealfall für die gleiche Sache kämpfen. Zum Jahresende haben wir freundliche Konstellationen. Die Sonne und die Venus bewegen sich in einen Harmonieaspekt. Hier mit Neptun, Mars und Jupiter auch dabei, verbinden sich auch damit. Da ist ein Empfinden von gutem Willen, ein Wunsch nach Frieden zu spüren und eben auch für das neue Jahr. Es herrscht eine Bereitschaft zur Versöhnung und außerdem auch Aufbruchstimmung und mehr Klarheit, da sich Merkur nun langsam von Neptun wegbewegt. Das ist vielversprechend. Ende Dezember bis Mitte Januar sollten wir auf unsere innere Stimme hören, denn wir können jetzt die Lösungen empfangen, um die wir gebeten haben, und wir kommen zu Entscheidungen, die für uns tragfähig sind. Kleiner Tipp, wenn ihr eurem Herzensmenschen einen Heiratsantrag machen wollt, solltet ihr es möglichst vor Silvester unter Dach und Fach bringen, vielleicht sogar an Silvester selbst, denn da haben wir schöne Partykonstellationen. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online.
Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.